Liebe Freunde, liebe Alpenfähr-Besucher, ihr wisst, es dauert nicht mehr lange und dann steht unser größtes Volksfest Südtirols in den Startlöchern. Ich bin jetzt gerade hier bei der Heumat. Ich muss noch ein bisschen warten. Ihr seht das, das dauert noch ein bisschen. Morgen wird es soweit sein. Spätestens, wie gesagt, morgen Abend sollte dann alles im Futterhaus in der Scheune sein. Warum ich mit euch sprechen möchte, das liegt mir nämlich total lange schon am Herzen. Ich habe vor ein paar Jahren, als ich noch nicht meinen eigenen Hof hatte, tatsächlich zu wenig darüber nachgedacht und muss das auch auf meine Kappe nehmen. Ich habe nämlich damals mit der Band gemeinsam, haben wir uns entschlossen, diese Konfetti nach Ende der unserer Show letzten Endes in die Luft zu jagen. Und Nats hat einen Haufen Wind, das ist keine Frage. Und ich habe wirklich tatsächlich noch 2 Jahre später diese Konfettis bei mir im Heu gefunden, musste die jeden Tag teilweise rausklauben. Ich habe Dosen gefunden, ich habe auch mal Glasscherben gefunden, ich habe Müll gefunden, ich habe Heringe gefunden und so weiter. Also worum geht's denn jetzt? Im Grunde geht's darum, ich möchte euch dazu animieren und für diese Sache werben, dass wir doch bitte gemeinsam alle, wir machen so einen Scheiß nicht mehr und ihr gemeinsam mit uns allen, bitte kontrolliert auch die anderen, dass wir diese Wiesen und dass wir auch die Obstplantagen sauber halten. Ich möchte nicht, dass reingeschissen wird, irgendwo mit zwischen den Obstbäumen, ich meine, mein Gott, mal hinschiffen, das ist ja noch eine Sache, aber dass die Scheiße dann rumliegt, dass Dosen rumliegen, dass Glas rumliegt, dass die Heringe einfach drinnen bleiben, dass Zelte nicht weggeräumt werden. Wie gesagt, es ist alles wunderbar. Ich liebe dieses Festival wirklich von der ersten Sekunde bis zum letzten Feuerwerk. Aber ich glaube, ich spreche, und das muss ich auch, wie gesagt, als Mitveranstalter tun, wirklich für alle, auch gibt es Kritiker vom Alpenflair natürlicherweise auch deswegen, die sagen, es muss einfach sauberer hinterlassen werden. Deswegen bitte, Freunde, ich weiß, dass ihr da vernünftig seid. Passt bitte auf die Wiesen auf, nehmt das Zeug, was ihr mitbringt, wieder mit. Bringt auch mal einen Aschenbecher mit oder stellt euch eine Flasche hin, wo ihr die Kippen reindrückt. Ich habe überhaupt keinen Bock, genau wie alle anderen, dass das wirklich so weitergeht wie bisher. Es wäre mir wirklich eine ganz, ganz große Freude, wenn man wirklich sagen könnte, ey, ganz ehrlich, das Alpenflair wird sauber begonnen und es wird sauber hinterlassen. Wir räumen dann trotzdem nochmal auf. Das ist überhaupt keine Frage, das gehört sich so, das muss auch so sein. Aber macht mir bitte den Gefallen und schaut auch mal, wenn einer wirklich betrunken ist oder sonst was, dass man sich benimmt und auf die Natur schaut. Es geht nicht nur darum, wie das Bild ist, es geht auch darum, was danach die Kühe fressen. Letzten Endes geht es um die Umwelt. Und wenn wir von Nachhaltigkeit reden, meiner Meinung nach, wenn jeder sich ein bisschen Mühe gibt, dann wäre das eine wunderschöne Sache. Wir haben einen Haufen weniger Arbeit, das ist aber noch das Kleinste. Bitte einfach drauf Acht geben und somit, ganz ehrlich, ich freue mich so dermaßen auf diesen scheiß Alpenflair. Bitte lass uns den Leuten wirklich allen zeigen, dass wir es ernst meinen und dass wir das auch wirklich besser hinkriegen. Und in diesem Sinne, das war ich. Ich mache jetzt weiter und freue mich dann auf ein wunderschönes Heu. In diesem Sinne, Grüße in die ganze Welt. Denkt drüber nach und gerne in den Kommentaren dazu schreiben, was ihr davon haltet oder ob ihr noch Ideen habt, wie wir es einfach noch sauberer kriegen. Unser geliebtes Alpenflair macht euch auf zum größten Volksfest Südtirols. Euer Philipp. Tschüss.